Liebe Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Camberg in der Selters, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen im Netz, es ist Sonntag Kantate, was so viel bedeutet wie singet. Und ja, es wäre rein rechtlich mittlerweile wieder möglich, dass wir vor Ort Gottesdienst feiern, allerdings unter ganz besonderen Bedingungen. Eine dieser Bedingungen ist, dass in den Gottesdiensten vor Ort kein Gesang stattfindet. Und nach reiflichen Überlegungen hat der Kirchenvorstand vor Ort entschieden, dass wir zunächst erstmal unter diesen Bestimmungen weiterhin nur im Netz Gottesdienst feiern und wir schauen, wie es dann weitergeht. Denn genau das gemeinsame Singen vor Ort, das würde uns fehlen und wir versuchen das eben über das Netz so gut wie möglich zu machen. Und so laden wir Sie ein, an diesem Sonntag Kantate oder wann auch immer Sie das hier sehen, gemeinsam zu Hause zu singen, die Lieder, die wir einspielen, mit den Texten, die wir einblenden. Wir feiern auch diesen Gottesdienst gemeinsam und doch an unterschiedlichen Orten, verbunden über das Netz, wie wir alle unsere Gottesdienste feiern, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Der Wochenspruch aus Psalm 98 bezieht sich eben darauf, da heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunderbares erschaffen. Ja, wer kennt das nicht auch, dass man vor Freude singt? Im Auto, unter der Dusche, beim Kochen, in der Küche. Gesang ist Ausdruck aller Lebenslagen. Musik begleitet uns in guten und in schlechten Zeiten. Musik gibt unseren Gefühlen Ausdruck. Musik ist ein Kanal für unsere Gefühle. Singt dem Herrn, denn er hat Wunderbares erschaffen. Ja, wie viel mehr brauchen wir im Moment? Die Kraft und die Freude, aber auch die Traurigkeit und die Stärke all der Gefühle, die in der Musik zum Ausdruck kommt. Wie sehr brauchen wir auch in diesen Tagen die Musik, ein Geschenk Gottes. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunderbares geschaffen, zum Beispiel die Musik. Und so wollen wir gemeinsam singen und loben das Lied Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe seinen heiligen Namen, dass er dir Gutes getan hat.
Vom göttlichen Ja-Wort, von der Kraft der Worte haben wir gesungen. Und so lese ich ein Psalmgebet nach Genesis 1 in der ersten Schöpfungserzählung, in der das Wort Gottes eine ganz besondere Bedeutung spielt. Psalm nach Genesis 1. Worte können aufbauen und zerstören. Worte können trösten und verletzen. Worte können berühren und zurückweisen. Deine Worte, Herr unser Gott, können gar ganz neu erschaffen. Aus dem Nichts, aus dem Leeren und Wüsten, dem Tohuwabohu, Leben werden lassen. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Mit Worten segnen wir, schimpfen wir, trauern wir, beten wir, verbreiten wir Freude, singen wir. Deine Worte, Herr unser Gott, können gar ganz neu erschaffen. Aus dem Nichts, aus dem Leeren und Wüsten, dem Tohuwabohu, Leben werden lassen. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Amen. Worte, die Neues erschaffen, Herr, selbst aus dem Wüsten, dem Leeren, dem Chaos. Ja, das würde uns gut tun. Neue Hoffnung, neue Perspektiven, neue Kraft, neue Gedanken. Im Moment kaum zu denken, wie das alles wirklich werden soll. So bitten wir dich, unser himmlischer Vater, der du die Kraft zum Leben selbst bist. Begegne uns, berühre uns, begleite uns mit Worten, Liedern und Gedanken, die unserer Sehnsucht nachgehen. Worte, die Neues erschaffen, Herr. Ja, danach wohnt ein Sehnen tief in uns. Amen. Und davon singen wir auch. Da wohnt ein Sehnen tief in uns. Tief in uns, oh Gott, nach dir dich zu sehen.
lese Worte aus dem zweiten Buch der Chronik, aus dem fünften Kapitel, ab Vers 2. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels hier in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebten Monat stattfindet. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf, samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf, die Priester und Leviten. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Ich weiß ja nicht, ob Sie das auch in letzter Zeit immer wieder gehört haben. Ich habe es auf unterschiedlichen Kanälen von unterschiedlichen kirchlichen Vertretern gehört. Der schöne Gedanke, der schöne Satz, Gott ist da, Gott geht mit. Aber was das heißt, wie sich das konkret äußert, das habe ich bisher selten gehört. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass das einfach nicht so einfach ist, das zu beschreiben. Ja, Gott ist da, Gott geht mit, ist wichtig, ist eine Glaubensüberzeugung aller Christen und Christinnen und vielleicht auch weit darüber hinaus. Aber was bedeutet das, wenn Leid über Menschen kommt, wenn Unsicherheit die Menschen niederdrückt, wenn finanzielle Sorgen auf einmal auftreten, wenn eine Krankheit da ist oder sonstiges ist? Gott ist da, Gott geht mit, sagt sich leicht, aber es ist für manche Menschen eine Zumutung, das vielleicht leichtfertig dahin zu sagen. Ein äußeres Zeichen für die Anwesenheit Gottes, ein Symbol, etwas Greifbares, das würde vielleicht manchen helfen und hat über Jahrtausende Menschen geholfen. Davon erzählt jetzt auch das zweite Buch der Chronik von der sogenannten Bundeslade. Ein mittlerweile verschollener Gegenstand, der wahrscheinlich bei der Tempelzerstörung verloren gegangen ist. Die Lade, die nach biblischen Aussagen die Steintafeln, die Mose auf dem Berg Horeb erhalten hat, enthielten, also mit den 10 Geboten. Die Lade, die immer mitgewandert ist, die mitgegangen ist, ja, die selbst in damalige kriegerische Auseinandersetzungen mitgenommen wurde und die jetzt hier im zweiten Buch Chronik einen festen Sitz kriegt im Tempel in Jerusalem. Davon erzählt das zweite Buch der Chronik und stellt somit dieses äußere Zeichen, diese feste Gewissheit, dass wir eben nicht alleine sind, ein Stück weit in den Mittelpunkt. Und doch bleibt es nicht dabei bei der simplen Aussage, Gott ist da, Gott geht mit. Nein, ich habe den Eindruck, diese Geschichte erzählt von einem Phänomen, das auch Menschen heute immer noch spüren und erleben können. Interessanterweise erzählt ja hier das zweite Buch der Chronik, wie in einem wunderbaren Zeremoniell die Bundeslade in das Allerheiligste, den innersten Ort des Tempels gebracht wird. 120 Priester mit Trompeten blasen und es hört sich an, als wäre es ein einziger Klang, absolute Harmonie. Es wird gesungen mit Zimbeln und Psaltern.
ein riesen Brimborium, und was passiert dann? Eine Wolke verhüllt den Raum, sodass die Priester gar nicht mehr hintreten können und ihren Dienst im Allerheiligsten, also dem Ort, der für das antike Judentum die Anwesenheit Gottes an sich dargestellt hat, um da hinzutreten und Gott zu ehren. Ich glaube, das Phänomen, das bereits damals Menschen gespürt haben, ist, umso näher man denkt oder umso näher man Gott kommt, umso geheimnisvoller wird die Sache. Das Phänomen, das wir Gott nennen, diese unbändige Kraft zum Leben, die lässt sich eben nicht einfach in die Hosentasche packen und mitnehmen. Die lässt sich nicht abschließend beschreiben, zu sagen, so ist es, so bleibt es, so war es, hier nimm es, friss oder stirb. Nein, der lebendige Gott lässt sich auch nicht in Mauern sperren, so sehr wir das möchten. Ja, unsere Kirchen sind mittlerweile wieder geöffnet. Wir könnten Gottesdienst feiern, wobei ich mich frage, was das wirklich für ein Gottesdienst wäre, wenn wir nicht gemeinsam singen können, am besten auch nicht gemeinsam sprechen, mit Mund- und Nasenschutz zusammensitzen. Das heißt, für uns evangelische Christen und Christinnen ist die Kirche ja kein heiliger Ort. Es ist ein Versammlungsort, der dadurch besonders wird, was wir hier tun, nämlich Gottesdienst feiern, uns ausstrecken, beten, Gemeinschaft erleben. Die besteht eben auch darin, dass wir nach dem Gottesdienst zusammenstehen, uns erkundigen, wie geht es dir, wie geht es Ihnen, miteinander reden, einander zuhören oder auch Hilfe anbieten oder auch einfach ein bisschen lachen und den Kirchhof genießen. All das ist im Moment nicht möglich. Nein, Gott lässt sich nicht einsperren, auch nicht in Kirchenmauern. Das ist unsere Überzeugung als evangelische Kirche. Gott ist erlebbar überall. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, für mich ist Gott besonders im Wald erlebbar, unter den Bäumen, in der Natur oder in den wunderbaren Blumen, in der Sonne. Und das ist bestimmt auch richtig. Aber ist das wirklich eine begleitende, orientierende Hilfe im Leben? Ja, es kann absolut wichtig und wohltuend sein, in aller Ruhe in den Wald zu gehen, den Kopf abzuschalten, tief einzuatmen, die Vögel zu hören, einen Spaziergang zu machen. Das ist in der Tat, finde ich, nicht zu unterschätzen. Es ist wichtig. Es ist ein Segen, dass wir hier bei uns vor Ort im Goldenen Grund wirklich auch diese Möglichkeiten haben und viele diese auch nutzen. Aber wir brauchen auch eine Gemeinschaft und wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, so könnte es sein. Schau doch mal hierhin. Wir brauchen die Stille des Gebetes, das Ausstrecken und das Hören auf Gott. Wir brauchen das gemeinsame Singen, um gemeinsam zu klingen und zu schwingen. All das verstehe ich jetzt erst wirklich, wie wichtig das ist, da wir im Moment keine Gemeinschaft haben können. Und ich freue mich drauf, wenn wir irgendwann wieder so richtig Gottesdienst feiern können. Es wird noch lange dauern. Es wird noch lange dauern, bis die Reihen wirklich voll sind, bis wirklich eine vollbesetzte oder einigermaßen vollbesetzte Kirche laut und fröhlich Halleluja sagen kann. Wir merken im Moment, wie sehr uns diese Gemeinschaft fehlt. Aber Gott lässt sich auch darin nicht einzwängen. Noch nicht mal in dem gemeinsamen Gesang, wie er im zweiten Chronikbuch hier beschrieben wird, 120 Trompeten, wie aus einem Klang, Gott ist gütig und barmherzig und Gott ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewiglich, erklingt es und die Wolke verhüllt alles. Gott lässt sich nicht einzwingen, Gott ist ein lebendiger Gott. Ja, manchmal hat man das Gefühl, jetzt habe ich was verstanden und man tritt näher heran und auf einmal versteht man gar nichts mehr. Wir dürfen Gott überall erleben. Wir können überall ins Gebet gehen. Ja, wir können selbst zu Hause vorm Fernseher, im Bett, wo auch immer Sie gerade sind, auf der Couch, in der Jogginghose, am Frühstückstisch vor dem Laptop, am Handy, im Bus, wie auch immer, wo Sie gerade sind. Wir können Gott überall erleben. Wir können unsere Augen schließen
und ins Gebet gehen. Wir können unsere Augen öffnen und die Wunder dieser Welt sehen. Wir können da, wo es uns möglich ist, einander die Hände reichen und im Namen Gottes uns den Segen zusprechen. Nein, Gott lässt sich nicht einsperren, auch nicht in Kirchengebäude, auch wenn es uns vielleicht hier einfacher fällt, in die Andacht zu gehen und das Gefühl zu haben, Gott ist wirklich da. Aber dieses äußere Zeichen, wie es zum Beispiel auch die Bundeslade war, der Tempel in Jerusalem war für das antike Judentum, diese äußeren Zeichen, sie können Gott niemals ganz beschreiben. Gott bleibt am Ende ein Stück weit ein Geheimnis. Wir können gemeinsam loben, wir dürfen und müssen gemeinsam beten und auch jeder für sich, aber wir dürfen in meinen Augen nicht den Fehler machen und Gott so behandeln, als könnten wir ihn in einen Karton packen und überall hin mitnehmen und ihn dann auspacken, wenn wir ihn brauchen. Ich wünsche uns, ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen, dass wir immer wieder neu den Mut haben, Gott wirklich erleben zu wollen. Uns nicht dafür zu schämen, dass andere sagen, ach guck mal, jetzt betet er wieder. Dass wir unseren Sehnsüchten Ausdruck verleihen, aber dass wir bei all dem nicht so tun, als wüssten wir abschließend, wer oder was Gott ist, was Gottes Wille ist und was das jetzt alles für einen Sinn hat. Wer das tut, der missachtet in meinen Augen die Größe Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Denn dort, wo sie zu Trage tritt, dort vernebelt auch vieles immer wieder und man kann nicht ganz herantreten. Das ist ja der Sinn auch dieser Geschichte und dieses Phänomen erzählt die Bibel immer und immer wieder. Aber scheuen wir uns nicht, Gott um seine Begleitung zu bitten. Scheuen wir uns nicht vor dem Gebet. Scheuen wir uns nicht davor, unsere Sehnsüchte einander zu erzählen, da wo das möglich ist. Scheuen wir uns nicht, auf Gottes Begleitung zu beharren, obwohl wir sie nicht in sichtbaren Zeichen einfach so mitnehmen können. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich uns. Und ich wünsche uns, dass wir trotz der Situation ein Gefühl der Verbundenheit haben können, dass ihr trotz diesen momentanen Situationen ein Gefühl der Verbundenheit haben könnt. Und das versuchen wir jetzt gemeinsam, indem wir getrennt und doch zusammen singen. Glauben ist gemeinsam feiern. Gott segne euch, Gottes Kraft sei mit euch. Amen. Singen, beten, hören, sehen.
Ich spreche ein Gebet. Neue Wege müssen wir gehen, da wo alte uns nicht weiterführen. Neue Wege müssen wir finden, wo bisher Unbekanntes uns begegnet. Neue Wege wollen wir suchen, damit wir trotz allem weitergehen. Darum bitten wir dich, Herr unser Gott, und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singend verbreiten wir die gute Kraft Gottes, den Segen Gottes. Und wir singen, geh unter der Gnade. Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du tust, hinter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst, alte Stunden, alte Tage, lässt du zögernd nun zurück. Vertraut wie alte Kleider, sind sie dir durch Leid und Glück. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe. Du wachst oder ruhst. Neue Stunden, neue Tage, zögernd nur steigst du hinein. Wird die neue Zeit dir passen, ist sie dir zum Trost zu klein. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein, doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein. Geh unter der Gnade, Gottes Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. So empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.